Wir schauen uns heute das neue Bose X-Lite in der 4er-Version mit Ultegra-Schaltung an. Ich durfte das Rad die letzten Wochen schon mal vorab für euch testen. Und jetzt schauen wir uns an, ob dieses Rad tatsächlich auch so ein Bestseller-Bike werden kann, wie es der Gravel-Bruder von Rose, das Backroad, geworden ist. Viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Felix und ich teste hier Fahrräder. Wenn dich das interessiert, gerne abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video. Ein Rennrad kommt bei mir auf dem Kanal gar nicht so häufig vor und die Räder, die ich bis jetzt aus dem Rennrad-Kosmos testen durfte, die waren alle exorbitant teuer, über 8, 9, 10, manche sogar über 14.000 Euro. Jetzt wollte ich aber unbedingt mal wissen, wie sich ein Rad fährt, das erschwinglich ist. Dieses Rad hier hinter mir kostet 3.300 Euro, gehört zu der neuen Variante des X-Lites von Rose. Vielleicht bist du schon mal über die Rose-Webseite gestolpert und dann hast du ja auch die einzelnen Räder angeschaut. Es gibt 9 verschiedene zur Auswahl und wenn man das mal ein bisschen aufdröselt, dann gibt es 5 aus der 6er Modellreihe und 4 aus der 4er Modellreihe. Die 4er Modellreihe ist so die Einstiegsvariante. Die Rahmen sind so um die 100 Gramm schwerer als die von der 6er Variante und dort kommt dann andere Carbonfaserung zum Einsatz und die ist so ein bisschen steifer, zumindest in der Theorie und aber auch leichter und dadurch kommen dann insgesamt leichtere Räder bei der 6er Variante raus und die Ausstattung ist dort dann auch noch mal deutlich besser, was vor allem die hochwertigen elektronischen Schaltungen angeht. Um das ein bisschen einzuordnen, also die Ultegra Version hier kostet 3.300 Euro und wiegt 7,8 Kilo. Wenn man das Ganze jetzt mit dem anderen Rahmen kauft, also dem Carbonrahmen mit den anderen Faserungen, die etwas steifer sind und etwas leichter sind, dann wird das Rad in der Ultegra-Version 500 Gramm leichter und insgesamt muss man dann aber 900 Euro mehr zahlen, nämlich 4.200. Wir finden also hier die Top-Schaltgruppen von SRAM und Shimano, sowohl die mechanischen als auch die elektronischen, wobei die Einstiegsvarianten der elektronischen Schaltungen sowohl von SRAM als auch von Shimano fehlen. Zum Beispiel die neue 105er Di2 von Shimano hätte ich mir ziemlich gut an dem Rad vorgestellt und ich glaube, da wäre dann auch nochmal ein relativ interessanter Preis bei rausgekommen. Die Top-Versionen sind dann auch mit leichteren Laufrädern, mit Carbonfelgen ausgestattet, die ein bisschen höheres Aero-Profil mit 60 mm haben und durch die Bank werden alle Räder, egal ob 4er oder 6er Version, die mit einer elektronischen Schaltung kommen, mit so einem One-Piece-Cockpit geliefert. Jetzt aber zu dem Rad. Wie sitzt man denn eigentlich drauf? Also wir haben einen Lenkwinkel von 72,5 Grad, einen Sitzwinkel von 74,5 Grad und einen Stack-to-Reach-Wert von, haltet euch fest, 1,39. In dieser Variante Rahmengröße 55 bin ich gefahren mit einer Vorbaulänge von 100 mm. Und das bedeutet übersetzt, da sitzt man schon verdammt sportlich drauf. Da bist du mit der Nase relativ weit unten und dadurch einfach auch windschnittig positioniert und die Beine geben tatsächlich die Kraft so direkt auf die Pedale und damit auf den Teer weiter, dass es eine wahre Freude ist und ich habe so einen Antritt tatsächlich mit keinem Rad bis jetzt erlebt. Es ist faszinierend, jeder Tritt, der in dieses Rad reinfließt, wird in Geschwindigkeit umgemünzt. Ganz wichtig bei der Bewertung von dem Rad ist natürlich jetzt hier, wie performt die Ultegra. Die Ultegra ist so die mittelgute Schaltung von Shimano im mechanischen Bereich, ungefähr vergleichbar mit der GRX 600, also eigentlich meine Lieblingsschaltgruppe von Shimano im Gravelbike-Bereich, weil die genau macht, was sie soll. Und die Ultegra macht das eben genauso. Die lässt dann jetzt nicht vor Ehrfurcht erstarren, weil sie so gut funktioniert, aber sie lässt einen auch nicht verärgert zurück, sondern die ist zuverlässig, die macht, was sie soll und hat aber richtig gute Bremsen. Auch bei hohen Geschwindigkeiten konnte man jetzt von 50-60 km/h mit einem Finger wohl dosiert mit einem kurzen Bremsweg stehen bleiben und das gibt einem dann auch ja, viel Sicherheit beim Bergabfahren und macht dann auch Spaß, dass man weiß, man kriegt das Rad jederzeit zum Stehen, ohne dabei in Schlingern zu kommen oder im blödsten Fall auch mit dem, ja, mit dem Vorderreifen wegzurutschen. Grund für die gute Bremsleistung sind sicherlich auch die 160 mm großen Bremsscheiben. Wenn man die Übersetzung anschaut, da war ich jetzt auch nicht komplett aus dem Häuschen. Vorne 52,36, hinten 11,32. Da haben mir ein paar kleine Gänge einfach an den Bergen gefehlt. Das kann hier mit der Gegend zusammenhängen. Wir wohnen hier im Alpenvorland. Wenn du eher so im Flachen unterwegs bist, ist das wahrscheinlich perfekt. Aber wenn du jetzt in den Alpen Pässe fahren willst, dann ja, kann man da vielleicht nochmal eine andere Kassette draufspaxen oder eine andere Kurve. Sonstige elementare Komponenten wie hier die Rose R30 Disc
Laufräder, die hier mit 28 Speichen in der Version kommen, funktionieren gut, sind Alufelgen, machen einen guten Eindruck und sind auch nicht so hoch, dass es einen bei Seitenwind verweht. Und trotzdem geben sie einem noch die nötige Aerodynamik, um halt auch mit den 28 mm Reifen von Continental richtig schnell zu düsen. Wenn man jetzt über Aerodynamik spricht, ist auch die Sattelstütze hervorzuheben. Die ist in einer D-Form, also vorne tropfenförmig zulaufend, um möglichst wenig Angriffsfläche für die entgegenkommende Luft zu bieten und sorgt natürlich mit diesem kleinen Offset nach hinten auch für mehr Komfort und aerodynamisch optimiert, ähnlich wie die Sattelstütze. In dieser D-Form ist zum Beispiel das Unterrohr oder auch das Sitzrohr und auch das Steuerrohr hat hier so einen leichten Flügel, der hier total elegant von der Gabel aus ins Unterrohr reinfließt. Das gibt eine schöne Silhouette und ich finde, diese Kante gibt dem Rad dann auch nochmal einen sehr eleganten Look. Den Vorbau mit 100 mm Länge, wie gesagt, den fand ich in dem Zusammenhang mega stimmig, hat sich richtig gut angefühlt, ist aus Alu genauso wie der Ritchey Lenker, beides aber mit Rose noch gebrandet. Und beim Lenker, der ist oben abgeflacht, da kannst du deine Hände auch im Oberlenker schön ablegen. Sehr angenehmes Lenkerband und der Drop, der fällt relativ verhalten aus und da kann man dann auch im Unterlenker super gut und lange Zeit aushalten. Die 28 mm Reifen hier von Continental, die sind auf der Straße natürlich goldrichtig, aber sobald es ein bisschen schottriger wird, gehören die da einfach nicht mehr hin. Und wer vorhat, das Rad als Allroadbike zu benutzen, der wird sich über die Reifenfreiheit freuen, denn das Rad ist bis zu einer Reifenbreite von 32 mm freigegeben. Und da kann man solche Schotterpisten wie die hier mega gut abfahren. Die Vierer-Variante gibt es dann insgesamt in drei verschiedenen Farben. In diesem Grau, in Gelb und in einem Acro-Papaya, also in einem, zum Orange. Und die Sechser-Variante gibt es dann in zwei besonderen Farben dann zur Auswahl. Was kann man an dem Rad kritisieren und was könnte vielleicht auch für dich ein Dealbreaker sein? Ich hätte mir einfach auch hier neben der Ultegra die 105er, die R2 gewünscht. Noch ist nicht aller Tage Abend und Rose ist auch sehr gut darin, nachträglich noch weitere Schaltgruppen und auch Schaltkonzepte anzubieten. Also wenn man auf Scrabblebike von Rose den Background schaut, da wurde auch nachträglich dann noch die Classified-Version nachgeschoben oder sogar eine Version mit Campagnolo Eka. Also mich würde es nicht wundern, wenn da noch eine Version mit einer 105er bei dir die nächsten Monate oder vielleicht das nächste Jahr auch nachgeschickt wird. Was ich noch schade finde, ist, dass die Farben von der 6er-Variante nicht bei der 4er-Variante angeboten werden. Ich finde die Farbkonzepte von der 6er-Variante einfach viel schöner als die von der 4er-Variante, aber das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum das auch limitiert auf die Top-Versionen ist. Schauen wir uns nochmal die eingangs gestellte Frage an. Ist das X-Lite das nächste Bestsellerrad von Rose, beziehungsweise ist es so ein Hit geworden wie Backroad? Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde, da gibt es schon so ein paar Parallelen. Zum Beispiel diese breite Preisrange bietet tatsächlich für den ambitionierten Einsteiger genauso etwas wie für den richtig ambitionierten Profisportler. Und das hat beim Backroad schon sehr, sehr gut funktioniert. Interessant wird es halt jetzt nur, wie schafft es Rose in Zukunft, diese 9 verschiedenen Modellvarianten in 5 verschiedenen Farben insgesamt auch zu produzieren und den Kunden dann auch anzubieten. Die Lieferfähigkeit sah am Anfang natürlich ziemlich gut aus. Jetzt sehen wir schon wieder ein bisschen längere Lieferzeiten und auch preislich wird es nochmal interessant. Wie gestalten sich jetzt die Preise über die nächsten Jahre bzw. über das nächste Halbjahr? Da wird wahrscheinlich auch nochmal deutlich die Preisschraube angezogen, das ist zu erwarten. Insgesamt bin ich aber sehr, sehr erleichtert, dass ein Rennrad keine 10.000 Euro kosten muss, damit es ein wahnsinnig gutes Fahrgefühl haben kann. Ich bin beeindruckt gewesen, wie sich das Rad auch handeln ließ, wie es sich auch bergab steuern lässt. Man hat permanent das Gefühl, man ist Herr der Lage. Auch durch diese starke, nach vorne geneigte Körperposition bringst du so viel Druck aufs Vorderrad, dass du auch richtig schnell mal so Serpentinenkurven nach unten jagen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dir flattert jetzt gleich das Vorderrad weg. Die Bremsen sind mega gut, die Schaltung hier, die Ultegra, reicht für meine Ansprüche zumindest vollkommen aus und ich fand einfach auch das Gesamtkonzept richtig schön. Und wenn dir das Rad gefällt und du vorhast es zu kaufen, würde ich mich freuen, wenn du vorher auf den Affiliate-Link in der Videobeschreibung klickst, dann bekomme ich eine kleine Provision und dadurch wird der Kanal bzw. auch ich einfach unterstützt und dadurch werden solche Videos möglich gemacht. Vielen Dank für den Support an der Stelle und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen.
Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt radeln und bis bald. Ciao.